Das Ober noch da, der doch hat weggegangen. Da alles gut. Rüdiger, guten Abend da. Wir hören heute Abend da auf zwei Worte, gesprochen von Rara Ranga aus India. Und immer im Radio kommt auch immer so 23 Uhr, 23 Uhr kommt immer so ein gesprochenes Wort, eine kleine Geschichte, ich möchte Ihnen erzählen. Er denkt immer, wenn man kommt in ein fremdes Land, die wissen nicht, die kennen niemand. Und die wissen nicht, wie reagieren Menschen. Wie sind die Leute? Und dann sie sagen, hey, ich muss hier leben, weil ich arbeite hier. Und die wissen nicht in der Nachbarschaft, die sehen immer nur Frau, ist immer draußen. Die wissen nicht, lebt diese Frau alleine? Oder ich dachte, ein Mann da. Aber Mann darf nicht raus, weil er hat starke Frau. Die wissen nicht. Die wissen nicht, haben Kinder. Die kennen keine Kinder, weil die kennen keiner. Der Weg gekommen bin nach Bavaria, in meine Gemeinde. Die Leute trauern und sagen, ah, ich bin Pfarrer Ranga. Und dann sagen, ah, ich bin der Neue. Ja, ich habe dann verstanden, ich bin der Neue. Aber dann kommen eben, ah, Tara, die kennt keiner. Immer überlegen, was bedeutet dicke Corner, dicke Corner. Ich bin nicht drauf gekommen, was bedeutet dicke Corner. Und ich habe irgendwann wird mir ein Teilchen gegeben und ich werde verstehen, dicke Corner. Und ich gehe viel spazieren. Und ich bin letztes Jahr in die Sommer und ich gehe immer über die Felder. Und ich schaue mir Natur und dann sehe ich ein Maisfeld. Und plötzlich hat es mir offenbart. Ich habe verstanden, dicken Corner. Ich habe genommen eine Frucht von dem Mais, habe geschält, habe rausgenommen. Ich habe diese gehabt. Und dann ich habe verstanden, unten sind dünne Corner und oben sind dicke Corner. Frau Ranga hat einen Witz gemacht. Ein dicker Corner. Also wir haben heute Abend einen Künstler auf der Bühne, wo alle Leute immer sagen, dicker Corner. Das ist traurig, weil er ist ein netter Mensch. Und ich bin Überzeugung, soll eigentlich viele Leute kennen und viele Leute geben auf Welt, wo nicht sagen immer dicker Corner. Und wenn die heute Abend nach Hause fahren, nach Hause gehen, dann die nicht mehr sagen, dicken Corner. Und die werden sagen, ja, wir kennen alle. Und die werden weiter erzählen, in Familie, Freunde, dann sagen, ah, ich war bei Wolfgang Bufikam. Und dann andere Leute werden verwundert schauen und sagen, wer ist dicken Corner? Und dann sagen, zu deinen Freunden, Bekannten, sagen, wenn nächste Mal wieder auftreten, dann du gehen bei diesem Auftritt. Und dann du brauchst nie wieder Tage dicken Corner. Und die Mutter immer an einen denken, wenn die gehen zum Auftritt von der Wufi, Pfarrer Ranga ist auch immer noch dabei. Manchmal glaubt es, dass ich mit dem Text durchkomme, obwohl ich es jetzt doch schon eine Zeit lang gespielt habe. Aber ich
habe mir das einfach irgendwann einmal eingebildet, da habe ich einen gehört, der hat wahnsinnig, also der hat mir einfach mit einem Lied dermaßen imponiert. Und da habe ich gedacht, wow, ich schau mal, ob ich annähernd an sowas rankomme. Ich probiere es einfach, ob es geht. Ich möchte heute wieder springen, ich möchte ratschen, ich möchte singen, ich möchte heute